Die ca. 2,8 Millionen Türkeistämmigen in Deutschland sind keine einheitliche Gruppe. Weder politisch noch in ihrer Herkunft. Darunter sind etwa auch Kurden mit türkischem Hintergrund. Gemeinsam haben sie alle nur, dass sie in irgendeiner Weise in der Türkei verwurzelt sind. Knapp die Hälfte der Türkeistämmigen hat die Heimat selbst verlassen und ist hergezogen. Etwas mehr als die Hälfte sind hier geboren. Wer von ihnen darf also an türkischen Wahlen teilnehmen? Rund 800.000 Türkeistämmige haben nur den deutschen Pass, sind also deutsche Staatsbürger und dürfen nicht wählen. Etwa eine halbe Million hat die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit, also zwei Pässe. Und weitere 1,5 Millionen haben nur den türkischen Pass. Von diesen beiden Gruppen dürfen alle über 18 Jahren ca. 1,4 Millionen Menschen an türkischen Wahlen teilnehmen. Doch bei dem Referendum im Frühjahr 2017 blieb die Hälfte lieber zu Hause. Von der anderen Hälfte stimmten 63% für die umstrittene Verfassungsreform. Das waren rund 412.000 Wähler für Erdogan. Eine Momentaufnahme und höchstens ein Anhaltspunkt für die politische Haltung der fast 3 Millionen Türkeistämmigen. Meinungsumfragen gibt es keine, die türkische Community gilt als gespalten.